Vorgestellt: Graveyard Keeper Breaking Dead Version 1105. Ja, neues Spiel zum Vorstellen. Danke bei den Lazy Beer Games, dass die mir das kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Schicker Leuchtturm, der hier ist, und da ist ein Wasserfall und das befindet sich auch irgendwie im Spiel, glaube. Wir sind Friedhofswärter. Hier ist die Kapelle, Friedhofskapelle, aber den Friedhof selber. Ach so, hier links, das wird da wohl sein. Und da ist auch so ein bisschen, hier unten, wo sind wir zu Hause oder sowas, keine Ahnung. Nee, waren wir nicht, da war ein extra Haus, glaube ich. Ich habe das kurz angespielt, gehen wir mal rein, neues Spiel. Hat er das nicht gespeichert, deswegen sah er da jetzt gerade nichts. Und lädt. Und ja, kurze Geschichte. Ganz normaler Tag, unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand auf ihn wartet. Die junge Dame. Beim Einkaufen ist er, geht über den Zebrastreifen, guckt dann auf das Handy und tja, leider ist es dann auch geschehen. So wie es heute in der Realität wahrscheinlich auch bald so laufen könnte. Was passiert? Wo sind alle? Beruhig dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen, dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause, zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus, er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Neue Aufgabe. Pfeil zeigt uns an, tutorialmäßig, wo wir weiter vorangehen müssen. Ja, wie ihr seht, schicke Grafik, so 2D, ISO ist es nicht. Ja, müssen wir mal gucken. WASD bewegt man sich mit. Und E ist dann zum Beispiel hier was ausführen. Dann sind wir hier auf unserem Zuhause. Da oben der Pfeil zeigt uns an, wo wir hin müssen. Und dann gehen wir doch mal hin. Okay. Und dann sollen wir F drücken, um dann hier irgendwas zu machen. Diese Symbole, keine Ahnung, wofür die gut sind, aber ich muss die F-Taste gedrückt halten, damit ich grabe. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Sehr interessant. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge, ich irre mich. Oh Saat, das stimmt, ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du alle meine Fragen beantworten würdest. Gut, gut, aber lass mich nur zuerst fragen, wer bist du und wo zum Saat sind wir hier? Das muss ein Traum sein, das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich nochmal? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch, also er meint die Glocke. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig, nichts von alledem hier, keine Ahnung, kann ich nicht lesen, aber naja. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst erschreckt sich das Tier. Naja, ich erinnere mich an diesen Leuten und es ist ein Esel. Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier, es könnte gefährlich sein. Gut, dann gehen wir mal da zu dem Pfeil, da unten ist der Esel. Und wir können sprechen mit E. Hab eine frische Leiche aus der Stadt. Wow, ein sprechender Esel. Du kannst mich verstehen? Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin billige Arbeitskraft, dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem es gehört. Oder dem er gehört. Ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Die Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme, nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt, werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Okay, da liegt die jetzt. Jetzt kommt der Schädel wieder, Gary. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Okay, die wird auch schlecht. Wozu?
Ich glaube, wir sollten sie in das Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Darum ist die Leichenhalle. Ich bin mir nicht sicher, macht Spaß, es könnte profitabel sein. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Hatten wir ja schon, ne? Im Endeffekt. Hier mit E und Tür auf. Saat, ich mache diesen Ort für mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann, was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper, das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein plappernder Schädel bin, mit Gedächtnisschwund bin? Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass du ein Schädel bin? Dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist hier gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass ich mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in der Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier tauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Erste Scheibe. Erste Scheibe? Du hast eine neue Technologie verschaltet. Blaupause, Vorbereitungsplatz, Blaupause, Pritsche, entfernen, Fleisch. Okay, gehen wir erstmal zum Seziertisch. Das wird der hier wohl sein. Autopsie müssen wir dann wohl machen. Obduktionstisch mit Leiche. Ja, sehen wir hier. Keine Ahnung, was das hier ist. Zustand 95. Okay, Leiche nehmen können wir wieder, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen Fleisch haben. Fleisch entfernen. Ja, dann müssen wir wieder arbeiten. Da ist, ach so, ja, das F zu drücken, nicht. Gut, haben wir. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Fleisch Fiesta. Herstellen Burger, herstellen Sandwich, herstellen gebratenes Fleisch. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Also was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung, graben wir sie einfach. Nimm die Leiche und ich warte auf den Friedhof auf dich. Bomb, weg ist er. Achso, wenn ich E drückte, dann kam es hier und da konnte man die Leiche nehmen. Alles klar. Einmal raus bitte. Und der Pfeil ist da oben. Hier ist der Friedhof und dann begraben wir die. Ja, WASD, wie gesagt, E, F war jetzt was machen und sprechen halt immer E. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planetisch auf dem Friedhof, markiere Grabstelle und dann grabe sie mit der Schaufel. Trage die Leiche oder was davon übrig ist, vorsichtig ins Grab, schaufle es zu und dekoriere. Achtung, kein Ziegenschädel oder komische Sternenform als Dekoration verwenden. Okay. Jetzt habe ich eine rostige Schaufel. Achso, Planungstisch ist hier. Grabstätte auswählen und dann packen wir sie da oben hin. Gut. Dann gehen wir da hin und graben das aus. Gut. Okay, das gab irgendwie was Malus. Kriege ich die nur von unten oder was? Sieht wohl so aus. Kriege ich gar nicht? Doch, kriege ich doch. Und bestatten. Okay, dann gab es wieder ein Plus 1. Und zuschaufeln wohl. Das soll die Schaufel sein, ne? Ja. Gut. Gut gemacht. Was stand da unten jetzt? Ach, das war die Bestattungsurkunde, die da unten angezeigt wurde. Ich erinnere mich an Geld und Alkohol. Alkohol, ich glaube, den mochte ich früher sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof, das ist dein Boss. Okay. Oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er soll wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und wir warten auf und warte auf mein Bier. Oh, ich bin so müde. Warum muss ich nur jede Woche hierher kommen? Ich glaube, wir müssen ihn ansprechen, ne? Ah, Friedhofswärter, du bist ja da. Da bist du ja, so. Ich sag es dir nur ungern, aber der Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Tutorial sagt, derzeitiger Ort, wo wir sind, wird angezeigt. Wie die Information zum Ort, also die Qualität des Friedhofs. Wir müssen Gräber reparieren, wenn die so schäbig aussehen, dass sie wieder schick werden. Dafür brauchst du vermutlich spezielle Ressourcen. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen, Holzmarkierung, eine Grabplatte.
Ah, wenn ich einen 5er Friedhof habe, dann geht's wieder weiter. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer. Ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ah, er ist an allem gut, deswegen wurde er auch zum Bischof gemacht. Ah, der Vorgänger hat den. Ja, was mit dem passiert ist, wäre noch dann interessant. Der hat die Klamotten an meiner Truhe gelassen. Das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Auf jeden Fall komme ich jeden, vielleicht Sonntag, keine Ahnung. Vielleicht träume ich noch nicht. Doch nicht, ich habe etwas Falsches gegessen. Oh, erwartet, was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hier hin? Tradition. Er weiß nicht über Rituale und Tradition. Okay. Bestattungsurkunde, was ist das? Ah, die kann ich zu Geld machen, toll. Neue Aufgabe. Ja, jetzt muss ich den Friedhof reparieren. Das könnte ich jetzt dann mit dem noch quatschen, dass ich nicht der Friedhofswärter wäre, aber ich glaube, das ist ziemlich sinnlos. Das hat er mir schon gesagt, wie ich den Friedhof in Ordnung bringe. Ich habe den Friedhof repariert. Nein, habe ich noch nicht. Frage nach der Urkunde haben wir gemacht. Können wir das Gespräch beenden? Ich muss mir irgendwas selber anfertigen. Alles klar. Technologien, Holzarbeit. Ist klar, dass man die freischalten muss. Tab kann man drücken, dann kommt man dahin. Rote Punkte repräsentieren den handwerklichen Geschick und die Fähigkeit, mit verschiedenen Materialien umzugehen. Grüne Punkte repräsentieren den Wissen über die Natur der Dinge und über die Natur selbst. Blaue Punkte repräsentieren den spirituellen Wissen über die Geisterwelt. Deinen ersten blauen bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller. Okay. Du hältst Punkte ganz einfach durch, dass du etwas tust. Du kannst aus dem Punkte durch den Stern. Ah, alles klar. Konzept von Stein, du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaue Pause, Steinvorrat, sammeln, Feldstein. Okay, und das ist nochmal Holz. Konzept von Holz. Holzstapel, sammeln kleine Bäume fällen und Sammelstöckchen. Okay. Okay, das waren die beiden Sachen und wir kommen dann weiter damit hin, wenn wir mehr Punkte hätten. Weil wir brauchen 5 rote und 2 blaue, also 2 grüne. Und hier noch andere und da geht's so weiter. Okay, oben ist noch Charakter, das ist unser Inventar, das ist immer eine Kiste, das haben wir mit. Warte mal, da war noch was. Ach, eine Schaufel, die hatten wir ja auch gekriegt. Das sind wohl die NPCs, die wir schon gerade kennengelernt haben. Und da sind wir selber, ne? Und eine Karte gibt es auch. Zuhause und Leichenhalle gibt es hier. Okay, alles klar. Ja, reden wollen wir mit dem nicht. Gehen wir in die Kiste und gucken erstmal, was da mit dem Werkzeug ist. Holzreparaturwerkzeug. Nehmen wir alles. Auch alles. Gut, haben wir alles. So, und jetzt könnte man hier irgendwas reparieren wohl. Ein Grab. Kein Grabstein, kein Grabzaun. Den können wir wieder ausgraben, exhumieren. Exhumieren, so. Ist aber für mich jetzt nicht interessant. So, da ist der gelbe Pfeil wieder. Dann gehen wir da mal hin, oder? So, Ort wird jetzt nicht angezeigt. Hier ist irgendwie eine Uhr oder was? Und was für ein Balken das ist, keine Ahnung. Wenn es dunkel wird oder so, keine Ahnung. Wir sollen hier auf jeden Fall lang gehen, wahrscheinlich ins Dorf, diese Bestattungsurkunde verkaufen. Fußtritte hinter uns, hier könnte man nach oben gehen, aber da ist ein Balken, da ist Schranke, also kann man nicht. Das ist ein Weizenfarm, ah, wird auch angezeigt. Okay, aber wir wollen weiter nach rechts gehen, machen wir doch erstmal, oder? Folgen wir dem Tutorial, also bis jetzt ganz cool, läuft, ist spannend. Sieht ganz gut aus. Wir müssen da hoch. Und das ist irgendwie die Kneipe dann, oder was? Ja, sieht so aus. Was müssen wir machen? Da oben können wir ihn ansprechen. Frau Kette, du musst der neue Friedhofswärter sein. Ah, das hat man ihr so gesagt. Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadrik. Er hat ein paar Fragen. Ich soll mit ihrem Mann reden. Vorstand des Dorfes.
Ah, Rezepte könnte ich hierbei hier kriegen. Okay, alles klar. Horadreck. Willkommen beim Totenpferd. Ich bin Horadreck. Wie kann ich dir helfen? Alles ist verrückt. Super. Gut, gut, das ist gut. Hat ihn nicht erkannt. Gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnet eine Kirche? Ich muss erst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, klar. Ist schon eine Weile her, seitdem mich jemand darüber gewundert hat. Genau. Also kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Die Bestattungsurkunde. Genau, das ist, warum wir hier sind. Er kauft die mir ab. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter des Dorfes Geld für die Urkunde geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Hohoho. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut und uns ist das Geld ausgegangen. Na super. Aber sollte die Kirche wieder öffnen, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Okay. Frage, wie kommst du nach Hause? Weiß ich ja. Ach so, nach Hause ist bestimmt gemeint vor dem Autounfall. Naja, okay. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen, aber das haben wir ja. Fleischsiegel königlich, es muss da drauf sein, okay. Brauche einen Stempel für haben. Muss ich einen Stempel für haben. Vor vielen Jahren gab es Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden, okay. Nee, mein Fleisch hat natürlich nicht das Siegel. Das sieht wirklich gut aus. Ohne Siegel, Hände gebunden. Ja, das Bittschreiben, toll. Nur weil wir Nachbarn sind, verrate ich dir den easygoing Weg. Schlange ist das, okay? Ich glaube, ein gefälschtes Sieg. Hat den eine Weile nicht gesehen. Frau Anmut, wer war da jetzt Frau Anmut, die da? Okay, danke. Was kann man mit dem handeln? Schmied Kreuzwald den Brief übergeben, ja, natürlich. Im Südosten des Dorfes. Die Bestattungsurkunde. Naja, aber das könnte ich jetzt von dem alles kriegen. Aber das will ich ja jetzt erstmal noch nicht, oder? So, wer ist das? Ist das Frau Anmut dann? Oder wer ist das? Da müssen wir mal kurz nochmal gucken. Ne, das war Frau Kette. Wo ist Frau Anmut? Da darf ich nicht hin. Wo finde ich denn Frau Anmut? Bring einen Brief zu. Ne, da erfahre ich das nicht. Dann bringt mir das auch nichts. Okay, dann erstmal raus. Wo Frau Anmut ist, weiß ich nicht. Hier ist ein Schild. Totes Pferd, okay. Was hat er gesagt? Südosten, ne? Dann gehen wir erstmal nach Süden. Hier hört das Dorf wohl auf, dann gehen wir nach Osten. Und das sieht so aus, als ob hier eine Schmiede ist. Dann kriegt er jetzt den Brief. Einmal E. Hey, was starrst du so? Ach, nicht, ich habe hier nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Na super. Ach so. Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Okay. Ich habe einen Brief von Horat für dich. Ich wohne eine Minute weit weg und ist zu faul zu kommen. Danke, tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ich wollte so einfach Ungewohnheit. Ah, das ist im Brief stehen, dass ich die Schleime loswerden will. Dann machen wir das, ist doch kein Ding. Rostiges Schwert, Schleifstein, eine Schleifmaschine hinter mir reparieren. Alles klar. Behalt den Schleifstein, vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren, okay? Okay.
Aha, an der anderen Seite des Hauses. Ah, der Balken ist Energie, alles klar. Fertige Ernten kämpfen brauchen Energie, beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen, okay. Ah, Essen und Tränke wiederherstellen. Und Tab Inventar öffnen. Schlafen stellt die Gesundheit und Energie auch wieder her, alles klar. Frag ihn nach Metallerz, Handeln oder Schlammsee gehen, Handeln, was können wir bei dem Handeln? Okay, Werkzeuge und Schleifsteine, alles klar, brauchen wir jetzt aber nicht. Wir müssen jetzt erst an den Schleifstein gehen. Wieder eine Ressource, das Schwert und den Schleifstein anfertigen und schleifen. Wunderbar, jetzt haben wir ein geschliffenes, rostiges Schwert. Können wir ausmachen, das, aber das ist noch ziemlich gut, das brauchen wir also nicht. Zack, raus. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir diesen... Warte, leert. Okay, wunderbar. Dann gucken wir mal, wo diese Schleime sind. Auf der anderen Seite von seiner Hütte, hat er gesagt, oder? Ja. Ah, da rechts ist irgendwie sowas. Gut. Ah, super. Läuft, ne? Man muss natürlich auch in die Richtung gucken, um diese Viecher kaputt zu kriegen. Da haben wir einen. Da haben wir einen zweiten. Ich glaube, mehr sind nicht, oder? Sieht nicht so aus. Kann man hier lang? Ah, super. Herzhäuschen. Schleime besiegt. Aufgabe erledigt. Okay. Jetzt können wir auch noch Wackelpudding aus dem Schleim herstellen. Na, geil. Okay. Muss ich was flair, okay. Ofen. Herstellen Eisenbahn, sammeln Sumpfeisen, okay. Das heißt, immer wenn man hier so eine Mission hat, sollte man die auch annehmen, weil man dann wieder was lernt oder so, ne? Kann das sein? Gut, dann gehen wir jetzt mal. Ja, hier wird aber nichts mehr sein. Ist auch schon dunkel, vielleicht sollten wir schlafen gehen, aber wir gehen erst in die Taverne und erledigen da was. Okay, wer ist das? Die können wir nicht ansprechen, oder was? Was ist denn jetzt mit ihr hier mal reden? Oh, du würdest lieber mit meinem Ehemann, okay, die kann man aber handeln. Rezept lecker und gesund, Rezept Konditorei, Rezept Pasteten. Okay, alles klar, will ich jetzt noch nicht. Und er kriegt jetzt dann Bescheid. Okay, hat er schon dem erzählt. Und da ist das Bier, was ich brauche für den Schädel. Jo, dann verlassen, ne? Die kann man nicht anquatschen. Ja, dann sind wir schon wieder raus. Jetzt gehen wir mal nach Hause zum Schädel, oder? Das war auf jeden Fall hier lang. Und die Frau Anmut, weiß ich auch nicht, wo die ist. Der ist schlecht. Ja, scheint ganz lustig zu sein, das Spiel. Hat man Aufgaben, die man bewältigen muss. Viel Lauferei. Ist Frage, ob man da irgendwie schneller sich bewegen kann, ein Pferd kriegen kann oder sowas. Hier ist ein Schild, was steht da drauf? Hexenhügel, okay. Gehen wir mal zum Schädel, oder? Oh, da ist er ja, der Schädel. Wo warst du? Ja, wo wohl? Ja, ihr lest es selber, ne? Okay, er hat einen Keller in der Hütte. Du kannst eine Technikfeuerschalte sammeln, essbare Pilze, sammeln Beeren, sammeln Apfel. Okay. Bärentörtchen. Teig, Gebäckteig, Brot. Jetzt braucht er das Bier.
Fragen? Genau genommen. Und weg ist er. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wohin kommen? Nach Hause, aber was ist das hier? Der Garten, Grundstück beschlagnahmt. Wenn Sie anfangen, bitte mit dem Taverneneigentümer Hodrak reden. Okay. Ja, das wissen wir dann schon mal Bescheid. Aber hier oben ist ja unsere Hütte, oder? War das nicht hier? Ja, könnte sein, ne? Gehen wir doch mal rein. Ne, der. Ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung, wer das ist. Verdammtes Tor. Okay, ein Verlies oder sowas. Okay. Keine Ahnung, was es ist. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Bogen stärken. Ausräumen. Macht den Weg frei. Holzkeile, Holzplanken brauche ich, einfache Eisenstücke, okay. Das wird wohl dann dauern, bis wir das zusammen haben, ne? Ist das alles hier? So, das können wir abbauen, oder was? Balken und Nägel habe ich bekommen, okay. Ach, das kann man alles abbauen und dann kriegt man Ressourcen. Okay, Nägel. Nägel und Balken. Holzplanken, ach so, sind Holzplanken und nicht Balken, okay. Ist das? Das war Mehl, okay. Dann können wir was zu essen kriegen. Balken, einfach Eisenstücke, okay. Nochmal Balken, aber eigentlich bringt es mich gar nicht weiter, ne? Hier können wir was bauen. Kiste können wir da bauen. Keine Ahnung, was entfernen heißt. Und da fehlen uns nochmal Nägel. Alles klar, dann holen wir doch mal Nägel noch. Ah, da ist eine Kiste, ne? Das ist unser Inventar. Rezept einfach und lecker. Ah, keine Ahnung, wofür das gut ist. Da gab es noch einen Balken. Das war das Mehl. Ah, nicht genug Energie. Das heißt, wir müssen hochgehen schlafen. Oder was essen. Aber wir können jetzt hier nichts machen. Ruheaufschnitt. Okay, da können wir nichts machen. Dann lass uns erstmal schlafen gehen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig. Ehe es aufwachen, okay. Da regenerieren wir jetzt. Wenn wir voll sind, wachen wir dann von alleine auf. Keine Ahnung, ne? Speichert auf jeden Fall Fortschritt. Er fühlt sich erfrischt, super. Und der? Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Ich bin Jorik, okay. Ich bin so einsam, ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass ich hier bist. Warte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Kannst uns vielleicht damit helfen? Ah, der halbtote Schädel, dieser neidische Bastard. Ewige Ruhe, die ihm vergönnt ist. In
einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar ein Erlaubnis geben, da ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis. Ex-Manager. Okay, weg ist er. Da können wir schlafen. Kiste können wir auch öffnen. Ist aber nichts drin in der Truhe. Essen war klar. Was ist hier drin? Auch nichts. Da haben wir noch einen Ofen. Können wir kochen. Aber das ist nicht kochen, sondern eher was herstellen. Geht auch nichts. Irgendwie müssen wir uns dann auch ums Essen kümmern, ne? Verlassen wir das. Was geht hier? Bauen, Planungstisch. Manche Objekte stehen sofort, andere müssen mit einem Hammer bearbeitet werden. Das verbraucht Zeit und Energie, okay. Aha, okay, da können wir Kisten bauen. Ofenholzstabbau vergrößern, Stein vor Ort. Okay, da haben wir aber nicht genug Ressourcen für. Ist immer noch dunkel, ne? Können wir hier Wasser holen oder was? Okay, einmal mit sauberem Wasser, das ist doch schon mal cool. Da hauen wir jetzt Steine ab. Okay. Wo war der Friedhof hier oben? Nee. Hier ist falsch. Was ist das? Glühwürmchen. Hier ist ein Fluss. Wo ist denn? Ach, da unten ist der Friedhof. Alles klar, gehen wir zur Kapelle. Ach so, der Schädel wollte noch sein Bier haben, ne? Da wollen wir vielleicht als erstes machen. Ach, das ist hier die Brücke, die zum Sumpf führt, die kaputt ist. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier noch. Was ist denn hier so? Drücken wir mal F. Okay. Was war das jetzt? Holzstückchen kriege ich da, alles klar. Ach so, das ist, ich baue das ab, oder was? Das Gestrüpp, alles klar. Ich kriege Ressourcen und habe es schon schön gemacht, ne? Steinkreuz. Was könnt ihr jetzt hier machen? Okay, da kann ich wohl nichts machen, oder? Da ist auf jeden Fall noch was, was wir wegmachen können. Dann sieht es ja schon mal besser aus. Ah, 25, alter Friedhof, okay. Hier ist noch sowas. Ja, auf jeden Fall geht das mit dem Gestrüpp schon mal weg. Das ist schon mal positiv. Wir kriegen Ressourcen dadurch. Ist ja vielleicht nicht verkehrt, ne? Und ja, die Grabstätten können wir natürlich nicht bearbeiten, ne? Das ist nix. Da müssten wir jetzt erst was basteln oder so. Ja, aber wo? Gute Frage, ne? Hier ist der Briefkasten, oder? Ah, Kirche ist nicht geöffnet. Alles klar. Tür ist verschlossen, funktioniert also nicht. Ah, das kann ich so reparieren schon mal. Dann machen wir das doch mal, ne? Ja, sieht schon besser aus, ne? Grabstein reparieren geht auch. Hat auch wieder was gebracht. Und jetzt sieht das schon schick aus. Jetzt können wir das machen. Gut. Hier, Grabsteinumrundung, müssen wir dann auch neu bauen, ne? Aber ist ja schon mal null, das ist ja schon mal gut. Okay, da können wir nichts dran ändern.
Und da auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du so einen Grabstein dahin, ne? Oder das Zeug dafür. Ah, jetzt fehlt uns hier Holzreparaturwerkzeug. Jetzt brauchen wir eine Werkbank für Holz. Alles klar. Jo, da wissen wir schon mal, was wir alles so tun müssen in dem Spiel. Macht einen ganz netten Eindruck, wie gesagt. Wir bringen gerade noch das Bier weg. Das müsste ja hier unten sein. Da ist der Geist, der Schädel. Wo ist mein Bier? Okay, dann ist das erledigt. Dann brauchen wir Stärkeres. Ein guter Ratschlag. Ich komme aus einer Welt. Was war deine Frage? Ach, der will Wein haben. Komm ich nach Hause. Okay. Okay, das heißt, ich muss irgendwie mal zum Hexenhügel. Bibliothek. Wie komme ich in die Bibliothek? Weinkeller, den kennt er. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal, weißt du was, ich muss los. Aha, die neue Aufgabe ist jetzt der Wein. Leuchtturmwärter. Sie trafen sich jedem, keine Ahnung, Mond. Okay, das könnte sein. Okay, verlassen. Bis später. Das ist leer, da gibt's nichts. Ach, irgendwo muss man auch noch einen ausgraben, oder wie wird das? Da fehlt uns was, um da durchzukommen. Das geht nicht. Was ist das? Tisch reparieren können wir. Machen wir das doch nochmal. Ach, das ist ein Tisch zum Bearbeiten. Oder Bauen. Pritsche und Vorbereitungsplatz kann man hier machen. Aber da fehlen uns wieder die Ressourcen. Keine Ahnung, wofür das hier alles gut ist. Okay, das können wir reparieren. Machen wir das doch mal. Krematorium hier, oder was? Aber jetzt kann man da nichts mehr machen dann, okay. Ja, da kommen wir nicht weiter. Dann können wir jetzt mal rausgehen, ne? Jo, ist wohl am Regnen, ne? Fertigen. Da fehlt uns ein Stein. Und was ist das? Einfach Eisenstücke fehlen da. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll es für das Spiel erstmal genug sein zum Angucken. Ich denke, einen Einblick hat man bekommen. Ist ganz lustig gemacht. Man hat viel zu tun, um hier wieder wegzukommen. Mal schauen, ob man seine Geliebte, seine Ehefrau wiederfindet oder nicht. Muss man dann mal schauen. Viele Dinge, die man hier machen kann, die noch zu entdecken sind. Vielleicht gibt es noch ein weiteres vorgestellt. Mal schauen, wie weit wir das machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste oder in anderen Projekten dann wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.